Ich habe mir heute was richtig Geiles überlegt, weil ja mein letzter Lifehack ungefähr 61.000 Likes bekommen hat, obwohl ich nur gesagt habe, Freunde, gib mal 45.000 Likes. Heute habe ich mir gedacht, wir machen heute mal einen Feuerzeug-Lifehack. Ich zeige euch heute, was man alles mit so einem Feuerzeug machen kann. Ich habe mir richtig geile Tricks rausgesucht. Schaut euch das Video bis zum Ende an, weil da könnt ihr viel lernen. So, Freunde, fangen wir mal mit dem ersten Lifehack. Jeder kennt das Problem, wenn das Feuerzeug auf einmal nicht mehr funktioniert und ihr versucht und irgendwie kommt keine Flamme. Wieso? Keine Ahnung, weil das Gas leer ist. Aber ich zeige euch jetzt, wie man trotzdem Feuer machen kann, indem ihr ein Stück Zettel habt. Das legt ihr dann hier hin. Wenn ihr das Feuer so anmacht, müsst ihr einfach in die gegengesetzte Richtung drehen. Dann kommen so kleine Steine, also dann wird der Feuerstein so ein bisschen puderig. Das macht ihr dann die ganze Zeit. So, dann macht ihr so lange weiter, bis ihr ungefähr so viel Pulver habt. Und dann geht ihr damit raus am besten. Und lass mal gucken, ob man mit dem Funken Feuer machen kann. Jetzt entzündet sich das Ganze. Super. Ich würde mal sagen, jetzt kommen wir zum Lifehack Nummer 2. Oh, ich muss es schnell ausmachen. So, da sind wir wieder. Jetzt zeige ich euch den nächsten Lifehack. Ihr seht ja, wenn ihr das einstellt, hier ist ja Minus, das ist eine kleine Flamme und Plus, das ist die größte Flamme. Das ist die größte Flamme, die geht. Aber ich zeige euch jetzt, wie die Flamme ungefähr so groß bekommt. Dafür müsst ihr hier die silberne Kappe ganz leicht abmachen. So, zack. Und dann dreht ihr das hier auf und hebt das immer wieder an und macht dann wieder von vorne. Plus. Umso öfter ihr das macht, desto größer wird die Flamme. Und dann nehmt ihr wieder den Deckel und schließt das einfach ganz easy zu. So, jetzt ist es close und mal schauen, wie groß die Flamme wird. Ey, Kumpel, hast du mal Feuerzeug für meine Kippe? Ja klar, Mann, gib mir her. Guck mal, da springen so kleine Dinger raus. Komm, film das mal. Hast du das gesehen? So, für den dritten Lifehack brauchen wir wieder ein Feuerzeug natürlich. Was denn sonst? Ihr müsst das Feuerzeug hier öffnen. Dann müsst ihr ganz vorsichtig hier den Kopf abmachen. Aber so, dass der Feuerstein nicht wegspringt. Ganz vorsichtig, wie gesagt, dass der Feuerstein nicht rausspringt. Und jetzt haben wir es. Wir brauchen für den Lifehack diesen kleinen Feuerstein und diese Feder. Und diese Feder zieht ihr jetzt so lang, richtig lang, so lang, bis es nicht mehr geht. Und dann drückt ihr den Feuerstein rauf und dann schließen. Aber vorsichtig, weil die Feder, hier der Feuerstein kann rausfallen. Und dann dreht ihr das hier. So, den Feuerstein haben wir jetzt hier drinnen. Dann dreht ihr das noch ein bisschen fester, damit der gar nicht mehr rausfällt. Okay, jetzt sitzt der Feuerstein richtig fest drin. Was wir jetzt machen, seht ihr jetzt unten, weil das ist echt einer meiner Lieblingshacks. Deswegen check das jetzt ab. Komm. Erstmal müsst ihr hier den Feuerstein anzünden. Wie gesagt, deswegen ist auch der Draht da. So, gleich fängt er an zu glühen. Guck mal, guck mal. Guck mal, dann schmeißt ihr den mit voller Wucht auf den Boden. Scheiße. Ihr müsst auf jeden Fall die Pogen kicken, weil dann kommen noch mehr. Lass es nochmal probieren. Der Boden ist hier nicht so glatt, deswegen geht das nicht so gut. Aber ihr seht ja, wie die Pogen in die Luft springen. Oh, Scheiße. Wie habe ich das Ding geworfen, Mann? So, jetzt kommen wir zum geilen, heftigen letzten Lifehack. Ich hoffe, der wird grandios, weil ich zeige euch jetzt, wie man die Flamme zum Schweben bringt. Das öffnet ihr wieder hier. Zack. Und natürlich auch ein Stift. Einfach die Mine rausnehmen vom Stift. Ganz easy. Das tut ihr da vorne rauf. An den Kopf ran hier, wo das Gas rauskommt und von oben reinpusten. Und dann kommt das legendär. Genau so. Oh, krass. Krass. Flamme, seht ihr das? Die Flamme schwebt einfach. Die ist leck. Hast du gesehen? Das sieht richtig krass aus. Richtig Hammer. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ansonsten, Freunde, wenn ihr wieder so ein Lifehack sehen wollt oder diesmal echt vielleicht nochmal so ein Prank-Lifehack, dann sprengen wir jetzt den Like-Button. Bei ungefähr 50.000 Likes mache ich nochmal ein Lifehack und vielleicht dann ein Prank-Lifehack. Deswegen sprengen wir so richtig den Like-Button. Likes. Wir sehen uns morgen. Peace out.